Hallöchen, ihr habt bestimmt schon mal von den MX Blacks und den Ink Blacks gehört. Die MX Blacks von Cherry, die schon sehr lange draußen sind, und die Ink Blacks von Gateron, die auch schon ein paar Jahre draußen sind. Vielleicht habt ihr auch schon mal von den CJs gehört, also China Joys, auch von Gateron, die sind relativ neu. Und jetzt hat Gateron die alle in einen Switch gepackt, und zwar den Gateron Oil King, und den gucken wir uns jetzt an. So, kommen wir zu der wichtigsten Frage. Wo bekommt ihr sie eigentlich her? Ich persönlich habe die von YMDK bekommen. Auf AliExpress bekommt ihr die dafür etwa 55 Euro. Der Versand dauert auch nicht lange, so 1 bis 2 Wochen ungefähr. Aber wenn ihr sie aus Deutschland haben wollt, dann ist gerade Candy Keys da. Die bieten sie gerade für 49,50 Euro inklusive Versand an. Beide Angebote übrigens für 70 Switches. Also wer sich noch sichern will, kauft zuerst bei Candy Keys oder dann bei Ali. Als nächstes kommen wir mal zu den Switch-Daten. Der Switch ist erstmal ein Linear-Switch, das heißt, die Kraft, die ihr anwenden müsst, um den Switch zu drücken, bleibt immer gleich und es hat auch keinen Tactile-Bump wie halt bei Tactile-Switches. Die Actuation Force liegt bei 55 Gramm ungefähr und der Bottom-Out bei 56. Die Spring ist etwa 20 mm lang und der Total Travel liegt bei 4 mm. Dann gucken wir uns mal den Aufbau an. Der Stem ist schwarz und ist aus POM. POM ist eine Art Plastik und ist auch dafür bekannt, dass sie sich quasi selber loopt. Die Spring ist wie gesagt 20 mm lang und ist eine Black Plated Spring. Das heißt, sie ist mit schwarzem Metall umhüllt. Das Top Housing dagegen ist aus Black Nylon PA66. Es ist ebenfalls Plastik und man kann es oft bei Alpakas oder MX Blacks finden. Da der Switch, wie am Anfang gesagt, auch aus einem Black Ink besteht, beziehungsweise einen Teil des Black Inks hat, bleibt nur noch das Bottom Housing übrig. Also das Bottom Housing ist aus dem Black Ink Housing Material. Dasselbe, was auch bei den Black Inks benutzt wurde, nur halt in einer Solid Color. Weiterhin, wie man unschwer erkennen kann, sind es MX-Style Switches, die mit 5 Pins aufs PCB kommen. Und sie haben einen Factory Loop, darüber rede ich aber später noch etwas. Also, wie gerade erwähnt, ist der Switch pre-looped. Das heißt, er wurde factory-looped, also vorher schon, bevor er verkauft wurde, geloopt von Gateron selber. Das hört sich ja für die meisten wahrscheinlich erstmal gut an, denn dann muss man sie manchmal nicht mehr loopen. Das Problem hierbei ist, dass der Loop ziemlich inconsistent ist, also sehr ungleichmäßig. Das heißt, dass Switches sich anders anhören können, auch wenn sie aus der gleichen Packung sind und am gleichen Tag produziert werden und was auch immer. Da das ziemlich nerven kann, wenn sich verschiedene Tasten anders anhören, würde ich eher empfehlen, die sauber zu machen und dann nochmal zu looben. Ihr könnt sie auch den Preloop drauf lassen, aber ich würde eher sie sauber machen, das ist ein bisschen cleaner. So, und damit sind wir auch fast beim Ende des Videos. Vor dem Fazit hören wir uns aber erstmal noch ein paar Switches an. Also nicht nur die Oil Kings, sondern auch noch andere, damit man den Vergleich hat.
Also jetzt zum Fazit. Meiner Meinung nach sind die Allkings sehr gute Switches, wenn man um die 50 € hat. Auch wenn sie Factory Loops sind und das nicht gerade gut, sind sie auch was für Leute, die looben wollen. Denn auch wenn sie sich Stock echt ziemlich gut anhören, hört sich Looped sehr, sehr, sehr gut an für den Preis. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bisher schon viele Switches hatte. Ich hatte ungefähr 12 bis 15 verschiedene. Aber dafür sind die schon ziemlich hoch in meinem Ranking. Da sie dank den verschiedenen Teilen ja so gut wie ein Frank-Switch sind, also CJ Stem, MX Black Top Housing und Ink Bottom Housing, würde ich schon sagen, dass es relativ spezielle Switches sind. Ich kann euch definitiv empfehlen, die zu kaufen. Also, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in die neuen Switches von Gatron geben, die Oil Kings. Falls ihr sie kaufen wollt, ich verlinke euch Candy Keys und den AliExpress-Link mal eben in der Beschreibung. Und dann einen schönen Tag noch.